YouTube-Welt da draußen. Wir müssen jetzt ein ganz schnelles und improvisiertes Video drehen. Ich habe mich für die 7 Deadly Sins of Beauty entschieden und die hacken wir jetzt ab. Und zwar erstes Produkt, Habgier. Was ist dein günstigstes Produkt? Stellvertretend für mein günstigstes Produkt habe ich hier den Essence-Kajal-Liner genommen, weil Essence ist ja sehr günstig, kriegt man manchmal auch für 1 € oder 95 Cent. Und Thorsten, pass auf, dass du mich filmst, wenn ja, du die ganze streichst. Und machen wir weiter mit 2. Was war dein teuerstes Produkt? Oh Gott, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Mein teuerstes Produkt waren mehrere Dinge. Da war zum einen der Chanel Dame de Soleil. Den kennen wir auch. Aber auch alle MAC-Sachen, zum Beispiel dieses Mineralized Skinfish, war ja ganz schön teuer. Das ist die Farbe Redhead. Oder hier für so ein bisschen Püderchen bezahlt man schon 32 Euro von Benefit One Hot Minute. Sehr teuer, aber ich liebe es. Dann, drittens, Zorn. Für welches Produkt empfindest du Liebe und Hass zugleich? Ich empfinde für Lippenstift Liebe und Hass zugleich, weil ich liebe so knallige Lippenstifte, aber bei mir sehen die nie so schön aus wie bei anderen. Und ja. Lippenstift im Generellen. Viertens, welches Produkt wäre für dich am schwersten zu bekommen? Das war die Benomenes Williams LE. Da habe ich sofort 2 Leute losgeschickt, mir die Sachen zu holen. Die liebe Mara, Vorstadt-Cinderella und My Simple Life TV Jojo. Und das hier. Dafür musste ich extra nach Budapest fahren, um das zu bekommen. Das Mineralized Skin finde ich in Redhead. Ach, und mein Clinique Black Honey Blush. Da habe ich so lange rumgeheult, bis eine Abonnentin gesagt hat, hey, ich habe den noch und den kann ich dir günstig verkaufen. Das war sehr cool. So, Völlerei. Was ist dein leckerstes Produkt? Mein leckerstes Produkt ist mein Cotton Candy Lip Smacker, weil der riecht so extrem gut nach Zuckerwatte. Lecker. Sechstens, welches Produkt ignorierst du, weil du zu faul bist? Face Base und Lippenstift meistens. Ja, das sind so die Produkte. Dann, sechstens, Trägheit, ach, habe ich ja schon gesagt. Hochmut. Siebtens, welches Produkt gibt dir das meiste Selbstbewusstsein? Das meiste Selbstbewusstsein gibt mir Concealer, Rouge, Lidschatten, Kajal, Mascara. Du hast nur 1 Minute Zeit, ne? Okay, achtens, Wollust. Welche Attribute findest du am anderen Geschlecht am attraktivsten? Ich weiß nicht, ob wir noch... Das ist ein Ausrufezeichen. Am attraktivsten finde ich, ist mir total egal, Hauptsache er ist nett und er mag mich. Neuntens, Neid. Was würdest du am liebsten geschenkt bekommen? Schöne große Augen, die man gut schminken kann, so wie zum Beispiel die Tine Nettmann-Freundin hat. Die Augen finde ich ganz toll, aber da bin ich nicht neidisch drauf, sondern es wäre halt schön, wenn ich sie hätte, wenn nicht, dann halt nicht. Und volle Lippen. Volle Lippen hätte ich gerne, ja. Und das war's schon mit dem Tag. Ich habe es in 3 Minuten runtergerockt. Daumen hoch für Kameramann Thorsten und für die improvisierte Location in meinem Flur. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und over and out. Ja, es hat nur gepasst. Cool. Na ganz ehrlich.